seid ihr aber richtig dran. Ja, die Schrotflinte braucht man am besten richtig schön viel Schuss, ohne immer ständig nachladen zu müssen. Die machen auch so ganz schön viel Wumms. Das könnte nützlich sein. Commander, das müssen Sie hören. Ich habe Edi aus seiner Ahnung heraus dieses Schiff analysieren lassen. Ich habe das EM-Profil mit den Daten der ursprünglichen Normandy von vor 2 Jahren verglichen. Beide stimmen exakt überein. Dasselbe Schiff, das mich 2 Jahre verfolgt hat? Das kann kein Zufall sein. Ups. Irgendwas stimmt da nicht, Commander. Seien Sie bloß vorsichtig. Alle warnen Sie mich und ich höre trotzdem weiter. Faszinierend. Sie können nicht alle Kapseln füllen. Selbst wenn Sie jeden Terminus-Kolonisten verschleppen. Einzig mögliche Schlussfolgerung. Ziel der Kollektoren ist die Erde. Nicht, wenn wir sie aufhalten. Da, Steuerkonsole auf der Plattform. Wo sind die Leichen der Crew? Hier stimmt was nicht. Edi, ich richte eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Kopf. Ah, das bedeutet nichts Gutes. Was zum Teufel ist gerade... Shepard, das war keine Fehler. Okay, ich weiter geht's. Probleme, Kampf. Verbindung wiederhergestellt. Ich muss erst den Download abschließen, bevor ich irgendwelche Systeme übernehmen kann. Dann sollten Sie sich damit beeilen, Edi. Feinde nähern sich. Schlage Vorbereitung auf Kampf vor. Ärger vor. Oh, nein, falsche Richtung. Ich habe keine Schilde. Der senkt mich immer aus. Den haust du jetzt erstmal so einen rein. Das ist so fernkampfmäßig. Das kommt jetzt gerade recht. Über diese Form. Ich habe deine Grenzen. Sie sind nur Bakterien. Ich persönlich darum kümmern. 84%. Edi, bringen Sie uns hier raus. Ich bekämpfe gleichzeitig an über 8000 Knoten Firewalls der Kollektoren. Meine Kapazität ist ausgelastet. Noch eine Welle. Ich persönlich darum kümmern. So, kein Schuss mehr. Das tut Ihnen weh. Das tut Ihnen weh. Ah, dann mache ich wieder meinen Lieblingskampfstil. Sie werden den Schmerz kennen, Baron Shepard. Liege unter Beschuss! Ich sie zerreißen muss, Shepard. Alter, wo kommt das her? What? Wo kommt das her? Ich konnte mich nicht mal bewegen. Ich hab mich stets bemüht. Also, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal durchgespielt habe, bin ich nicht ein einziges Mal gestorben. Na, ist natürlich geschwindelt. Verbindung wiederhergestellt. Ich muss erst den Download abschließen, bevor ich irgendwelche Systeme übernehmen kann.
Dann sollten Sie sich damit beeilen, Edi. Feinde nähern sich. Schlage Vorbereitung auf. Komm schon. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Hier raus. Ich bekämpfe gleichzeitig an über 8000 Knoten Firewalls der Kollektoren. Ah, hab ich meine daneben Kapazität ist ausgelastet. Noch eine Welle. Übernehme Gott. Rolle über diese Form. Das tut Ihnen weh. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Sie werden den Schmerz kennen. Wo kommt denn das immer? Wenn ich sie zerreißen muss, Shepard, dann werde ich es. Ich weiß, dass sie das spüren. Angriffe werden sie zerreißen. Kein Problem. Shepard, Sie müssen meine Verbindung zu der Steuerkonsole manuell wiederherstellen. Okay. Ich hätte gar nicht nach vorne gemusst, ich hätte einfach die ganze Zeit hinten bleiben können. Spitze Hände. Ich habe die Kontrolle über die Plattform wieder übernommen, Shepard. Ich dachte schon, wir müssten gegen jeden verdammten Kollektor hier antreten. Vielleicht sollten Sie ein Upgrade meiner Hardware in Erwägung ziehen. Haben Sie, was wir brauchen? Ich habe Daten gefunden, mit denen wir das Omega-4-Portal erfolgreich steuern können. Ich habe auch das turianische Notsignal gefunden, das für diese Falle als Köder eingesetzt wurde. Quelle waren die Kollektoren. Das ist ungewöhnlich. Worauf wollen Sie hinaus? Turianische Notsignalkanäle weisen eine Sekundärverschlüsselung auf. Die ist bei dieser Nachricht zwar vorhanden, aber fehlerhaft. Es ist unmöglich, dass der Unbekannte das Notsignal für echt gehalten hat. Warum sind Sie da so sicher? Ich habe die Anomalie in den Erkennungsprotokollen von Cerberus gefunden. Und die hat er geschrieben. Er wusste, dass das eine Falle war? Warum sollte er uns in eine Falle schicken? Der Mistkerl hat uns direkt den Kollektoren ausgeliefert. Ich wusste, dass mich Cerberus irgendwann wieder verarscht. Ich werde seinen Schädel zerquetschen. Commander, wir haben da noch ein Problem. Das Kollektorenschiff fährt hoch. Sie müssen da raus, bevor Ihre Waffensysteme online sind. Ich werde nicht noch eine Normandy verlieren. Ich habe nicht die volle Kontrolle über Ihre Systeme. Ich tue, was ich kann. Sende Koordinaten für die Shuttle-Abholung. Dann los, Abmarsch! Okay. Sekunde!
unzerbrechlich. Oh, hier. Da meine direkten Geschosse. Das tut ihnen weh. Sekunde! Sie werden den Schmerz kennenlernen. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Kein Problem. Erledigt. Auf sie wartet die Auslöschung. Wenn ich sie zerreißen muss, Shepard, dann kann ich es tun. Das kommt jetzt gerade recht. Kommt noch mehr dahin. Ich überrücken bin.
hier ein Problem. Vorübergehender Ausfall von Firewall 3217. Leite Befehle durch Firewall 7164 um. Ich habe erfolgreich eine Tür in der Wand gegenüber geöffnet. Ich halte sie so lange wie möglich offen. Da, dort kamen wir an Bord. Jetzt müssten wir bald draußen sein. Das könnte nützlich sein. Okay, das ist doch auch schon wieder eine Falle. Das sind alles Fallen hier. Kampf bereit machen. Oh! Commander, wir müssen hier weg! Sie haben den Mann gehört. Alle an Bord der Normandy. Los! Anschnallen, Leute! Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Bringen Sie uns hier weg! Erbitte Zielangabe, Mr. Moreau. Ganz egal, nur weg von hier! In Ordnung. Aktiviere Masseneffektkern.
automatisch. Boah, ich habe aber auch nicht gehört jetzt gerade. So, und das war der eigentliche Feind des Mass Effect 2. Kollektoren. Angesicht zu Angesicht. Ich habe hier einen Anruf vom Unbekannten, Commander. Sie wollen sicher auch ein paar Worte mit ihm wechseln. Shepard. Edi hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war. Sparen Sie sich das. Sie haben uns in eine Falle gelockt und Sie sollten dafür einen verdammt guten Grund haben. Wir brauchen Informationen über das Omega-4-Portal. Dazu war direkter Zugriff auf Daten der Kollektoren notwendig. Diese Gelegenheit konnten wir uns nicht entgehen lassen. Zugegeben. Aber ich mag keine Überraschungen, schon gar nicht, wenn mein Arsch auf dem Spiel steht. Ja, ich habe sie einem Risiko ausgesetzt. Aber ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind Sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf Ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Sie haben nur eine Aufgabe, Informationen. Wenn ich denen nicht trauen kann, sind sie nutzlos für mich. So einfach ist es nicht. Gerade Sie müssten das eigentlich wissen. Ich weiß, dass ich künftig viel vorsichtiger sein werde. Bei den Kollektoren und bei Ihnen. Für Groll haben wir keine Zeit. Die Sache wird ab jetzt um einiges härter werden. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Sie haben sicher bereits einen Plan. Momentan arbeitet ein Wissenschaftlerteam in einem verlassenen Reaper daran. Sie müssen dorthin und sein FFS holen. Ich glaube Ihnen nur, weil ich bezweifle, dass Sie sich so schnell wiederholen würden. Das Risiko ist nicht geringer, Shepard. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edi, versammeln Sie die Crew. Wir haben viel zu besprechen. Also nach natürlich, Szenen Shepard. Werde ich auch erstmal ausmachen. Schon spät, ich muss morgen früher raus. Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Wenn er sowas nochmal versucht, sind die Kollektoren das geringste seiner Probleme. Edi, sind Sie sicher, dass das FFS funktionieren wird? Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Oh oh. Das kann nicht stimmen. Edi macht keine Fehler. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich irgendwo im Kern der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist.
Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet das nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. Wir sind schon lange nicht so weit, ey. Ich habe noch nicht mal ordentliche Waffen. Nicht mal auf der Citadel. Cool. Das ist gut. Speichern und dann raus.